Datenskandal. Sicherheit auf Kosten der Freiheit. Im Gespräch der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Thomas Oppermann. Herr Oppermann, Sie sind Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das die Geheimdienste überwachen soll. Wie haben Sie denn eigentlich auf die Meldungen reagiert, dass der US-Geheimdienst NSA Deutsche und Europäer ausgehorcht haben soll? In dem Umfang, in dem das passiert sein soll, war das für mich schockierend. Und ich muss sagen, ich bin immer noch schockiert darüber, dass amerikanische Dienste offenbar alles ausspähen und speichern, was technisch möglich ist. Also keine Kontrolle nach bestimmten Verdachtsgesichtspunkten oder nach bestimmten Schlüsselwörtern, sondern offenbar wird alles gespeichert, die gesamte Kommunikation aus Deutschland. Und das ist natürlich ein bedrohliches Szenario. Das kann kein demokratischer Staat auf der Welt akzeptieren. Abhören von Freunden, das ginge überhaupt nicht. Das sei nicht akzeptabel, sagen ganz viele jetzt in Deutschland. Aber bereits 2003 hat man ja festgestellt, dass in Brüssel das Ratsgebäude verwanzt war und der Verdacht fiel auf die Vereinigten Staaten. Kommt das denn wirklich alles so überraschend? Naja, dass die Amerikaner eine aggressive nachrichtendienstliche Strategie verfolgen, das ist allgemein bekannt. Aber dennoch ein Lauschangriff auf EU-Einrichtungen, auf möglicherweise auch auf Einrichtungen der Bundesregierung. Das ist mit der Partnerschaft und der Freundschaft, die uns mit den USA verbindet, in keiner Weise zu vereinbaren. Wenn wir solche Freunde haben, dann müssen wir uns auch auf einen neuen Umgang mit solchen Freunden einstimmen. Dann müssen wir uns nämlich gegen solche Maßnahmen zur Wehr setzen. Dann müssen wir die Spionageabwehr in Deutschland auch gegen Angriffe aus Amerika oder Großbritannien richten. Kommt es Ihnen eigentlich seltsam vor, dass unsere Geheimdienste offenbar überhaupt nichts gemerkt haben von dieser Spähaktion? Naja, ich halte das immer noch für einen unglaublichen Vorgang, dass angeblich 500 Millionen Telefonate und E-Mails vom NSA abgehört und gespeichert werden und niemand in der deutschen Bundesregierung oder bei den deutschen Nachrichtendiensten davon etwas gewusst haben will. Ich kann mir das ehrlich gesagt immer noch nicht erklären. Auf jeden Fall ist die geheimdienstliche Überwachungstätigkeit aus den USA völlig außer Kontrolle geraten. Und wir müssen darauf bestehen, dass das wieder auf rechtsstaatliche Formen zurückgebracht wird. Das, finde ich, schulden uns auch die Amerikaner. Und wir müssen das auch von ihnen ganz klar verlangen. Aber wie wollen Sie das durchsetzen? Welche Konsequenzen soll das denn haben? Ja, auf keinen Fall genügt es, wenn Frau Merkel mit Herrn Obama telefoniert und der, nachdem die Vorwürfe schon 3 Wochen lang bekannt sind, großzügig erklärt, er wolle die Vorwürfe prüfen. Wir wollen jetzt endlich wissen, ob das stimmt, was Ed Snowden gesagt hat. Es kann auch nicht richtig sein, dass Edward Snowden die alleinige Deutungshoheit, wochenlang die alleinige Deutungshoheit über das ganze Geschehen hat und wir keinen Faktencheck mit den Amerikanern machen können. Da genügt es auch nicht, jetzt eine Delegation von Unterabteilungsleitern von Deutschland nach Washington zu schicken. Ich weiß gar nicht, was die da rauskriegen sollen. Ich glaube, wir müssen politisch mit den Amerikanern darüber reden und wir müssen einen Konsens finden über die Grenzen geheimdienstlicher Tätigkeit. Heißt das eine gemeinsame Datenschutzrichtlinie oder sowas? Europa braucht eine gemeinsame Cyberschutzstrategie. Unsere Kommunikation ist vielfältig bedroht. Sie ist bedroht von privaten Ausspähungen, aber eben jetzt auch von den geheimdienstlichen Ausspähungen. Und da müssen wir uns in Europa auf eine gemeinsame Strategie verständigen. Wir brauchen eine Überarbeitung der europäischen Datenschutzrichtlinie. Das hat die Bundesregierung bisher verweigert, weil sich die liberale Justizministerin und der konservative Innenminister überhaupt nicht verständigen können und sich wechselseitig blockiert haben. Da müssen wir jetzt vorankommen. Nur dann haben wir eine Chance, solche Standards auch gegenüber den Amerikanern und global durchzusetzen. Das Internet ist global, der Datenschutz ist national. Angesichts der vielen unterschiedlichen Datenschutzrichtlinien allein in der Europäischen Union, ist es da wirklich nicht visionär, um es mal so zu sagen, da eine gemeinsame Linie zu finden, wenn ich nur an die Briten denke, die ja auch gespäht haben? Das stimmt. Wir brauchen eine globale Konvention zum Schutz der persönlichen Kommunikation. Auch gegenüber den Internetfirmen, die ja durch dieses Opt-out-Verfahren sich praktisch
alle Zugriffe auf persönliche Informationen sichern. Es ist ja fast unmöglich für die Bürgerinnen und Bürger, für die Nutzer, so etwas auszuschließen. Das wollen wir ändern. Wir wollen, dass Google, Facebook oder Apple die Informationen ihrer Nutzer nur dann speichern und benutzen dürfen für ihre Zwecke, wenn sie eine ausdrückliche Zustimmung der Nutzer haben. Jetzt ist es genau umgekehrt. Und so kann das eigentlich nicht weitergehen. Der Datenschutz wird gleichermaßen bedroht von privater Macht wie von staatlichem Missbrauch. Aber da haben wir natürlich ein großes Problem, denn wir alle geben relativ bereitwillig und auch freiwillig unsere Daten ins Netz, sei es bei Facebook, sei es bei Twitter, sonst irgendwo. Gibt es da eigentlich noch eine andere Regelung, außer man geht zurück in die digitale Steinzeit? Jeder Nutzer muss selber entscheiden, wie transparent er sein möchte. Aber ich glaube, dass der Schutz der Privatsphäre ein wichtiges Gut ist. Und das wird jeder in seinem Leben auch mal erfahren, wie wichtig und wertvoll der Schutz der Privatsphäre ist. In jedem Fall ist der Schutz der Privatsphäre ein Verfassungsgut. Und jeder Einzelne hat das Recht, darauf zu bestehen. Und wir dürfen nicht sozusagen eine systemische Entwicklung der ganzen Internetkommunikation und Technologie haben, wo der Schutz der Privatsphäre am Ende systemisch ausgeschlossen ist. Angela Merkel hat beim Besuch des US-Präsidenten Obama davon gesprochen, vom Neuland der politischen und rechtlichen Einordnung der digitalen Welt. Muss die Politik möglicherweise eingestehen, dass sie für diese Phänomene noch nicht die richtigen Rezepte hat oder überhaupt keine? So ganz neu ist das Internet ja nicht. Neuland ist auf gar keinen Fall unsere Verfassung. Und ich finde gerade jetzt, in einer solchen Situation der globalen Bedrohung unserer Kommunikation, der Vertraulichkeit der Kommunikation und der Privatsphäre, müssen wir die Grundideen unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes einklagen. Das sind übrigens auch Grundideen der amerikanischen Verfassung. Und da geht es eben darum, dass der Mensch nicht für den Staat da ist, sondern der Staat ist für die Menschen da. Darauf müssen wir bestehen. Das ist eine Grundfrage, die jetzt auf jeden Fall in aller Schärfe gestellt werden wird. Haben die Amerikaner oder sind die Amerikaner kein Rechtsstaat mehr? Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Amerikaner einen Rechtsstaat haben und auch eine funktionierende Demokratie, übrigens eine vitale Demokratie, die es auch in Krisen immer wieder schafft, die Menschen zu mobilisieren und eine große Identität zwischen den Regierenden und den Regierten herzustellen in entscheidenden Situationen. Aber die USA sind natürlich auch eine Großmacht und sie verfolgt auch Großmachtinteressen. Wir sind eine mittlere Macht. Wir haben nicht immer vollständige Interessenidentität. Mir geht es darum, dass die Wertegemeinschaft erhalten bleibt. Und diese Wertegemeinschaft gründet sich in den grundlegenden verfassungsrechtlichen Garantien, die wir beide verteidigen. Und wir dürfen nicht so einseitig auf Sicherheit setzen, dass wir am Ende die Freiheit verlieren. Nun nehmen wir mal an, wir deutsche Behörden erhalten möglicherweise illegal erlangte Daten von den amerikanischen Geheimdiensten, die auf eine mögliche terroristische Bedrohung hinweisen. Müssen wir auf diese Daten verzichten? Müssen wir die ablehnen? Das wäre für einen Innenminister eine schwierige Situation. Natürlich darf man sich nicht erpressen lassen, aber wenn diese Informationen dazu beitragen können, schwere Verbrechen zu verhindern, dann würde ich diese Informationen auch nutzen. Ich würde aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass wir den Rechtsstaat trotzdem verteidigen müssen. Man kann nicht die grundlegenden Prinzipien aufs Spiel setzen. Wenn man im Einzelfall auch mal einen wichtigen Vorteil hat, dann ist eine Notfall, eine Nothilfe- oder Notwehrsituation gegeben. Wir dürfen aber nicht die Nothilfesituation zum Maßstab für unsere allgemeinen Regeln machen. Dann kommen wir schnell ins kurze Gras. Herr Oppermann, die Regierung hat ein Asylersuchen von Edward Snowden abgelehnt. Die Grünen sind darüber empört. Sie haben gesagt, das sei eine rechtliche und keine politische Frage. Andererseits zeigen Sie erkennbar Sympathie für Snowden. Wie ist da Ihre Position? Edward Snowden ist vermutlich kein Fall für das deutsche Asylrecht. Dann müsste er in Deutschland den Antrag stellen und dann müsste geprüft werden, ob er politisch verfolgt wird.
Und dann müsste anschließend auch das Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten geprüft werden. Das sind natürlich Rechtsentscheidungen. Die Frage, wie man die politische Situation löst, würde ich etwas anders beantworten. Ich glaube, dass Edward Snowden eine sehr mutige Gewissensentscheidung getroffen hat. Er hat offenbar unter Verstoß gegen amerikanische Gesetze, auch gegen seine Pflichten als Arbeitnehmer, Informationen offengelegt, die allerdings die Welt, für die Weltöffentlichkeit und auch für unser Verhältnis zu den Vereinigten Staaten und zum Schutz unserer Bürger von großer Bedeutung sind. Deshalb hat er die Sympathie vieler Leute. Er hat so etwas gemacht wie zivilen Ungehorsam. Und dafür habe ich einen gewissen Respekt. Gleichwohl glaube ich nicht, dass angesichts der Tragweite einer solchen Entscheidung der deutsche Innenminister oder die deutsche Bundesregierung allein darüber entscheiden könnte. Ich glaube, eine humanitäre Lösung kann nur in einer abgestimmten Position mit den anderen europäischen Ländern liegen. Wie groß ist denn am Ende der Flurschaden zwischen den Verbündeten? Wir haben eine schwere Vertrauenskrise im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Die kann niemand runterspielen. Auch die Kollegen aus der Regierung sind erheblich in ihrem Vertrauen erschüttert. Das muss wieder repariert werden. Das geht nur durch klare politische Absprachen und Verhandlungen auf Augenhöhe. Und da helfen nicht mal so flüchtig eingestreute Telefonate zwischen den beiden Regierungschefs. Nein, was wir jetzt brauchen, sind offene Gespräche mit den Vereinigten Staaten über den Schutz der Privatsphäre und wie wir trotzdem es hinkriegen, auch in Zukunft Informationen zu gewinnen, die uns vor gefährlichen Anschlägen schützen. Herr Oppermann, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.